Servus Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet. Freut mich wirklich sehr bei einer weiteren Folge Callisto-Protokoll. Mit mir MacMau. Jo Leute, legen wir einfach direkt los. Servus. Auf geht's. So Leute, here we go. Hier sind wir stehen geblieben. Da kam gleich einer raus. Nicht wahr? Holen wir das Ding schon mal raus. Los jetzt. Der zieht durch. Was soll das? Na, mega jetzt. Machen den platt. Ärgerlich, wirklich sehr ärgerlich. Der hat durchgezogen. Ah, Gottes Willen. Ich wusste doch, dass einer kommt, trotzdem. Mist. Okay. Alter, wo kam der denn her? Wie verrückt war das? Ich hätte niemals hier erwartet. Da kommt keiner raus. Okay, gut. Hier vielleicht? Ja, hier, oder? Ja. Ah, Junge. Junge, komm bald wieder. So unheimliche Stimmung hier. Ich höre was. Hier ist was. Jawohl. Oh, wartet mal. Hier ist auch was. Hä, können wir die nicht treffen? Da war was. Da war was. Dann gibt es immer dieses Geräusch. Geil. Gut. Gut, wir müssen aufpassen. Die sind aber kaum zu unterscheiden von den Inaktiven. Die sind halt ein bisschen höher so. Aber echt doof, Mann. Was geht denn? Da haut jemand gegen die Stange. Gute Frage, Mann. Warte mal. Das Ding? Ich höre was. Ah, du blödes Teil. Scheiße. Was ist mit der Kamera los, die Spackerchen? Hallo, es sind mehrere. Es sind sehr viele. Alter. Sau viele. Okay, wir haben Leben, aber wir kommen cool. Ja, okay. Moment. Ich weiß nicht, ob das was ist. Ne, ich glaube die nicht. Wir haben aber keine Munition mehr. Nee, das sind keine. Der da unten ist einer. Der hier. Perfekt. Boah, wir haben kaum Munition. Wo ist denn die ganze Munition hin? Da ist Munition, wie gut. Aber auch nur drei. Mag es aber nicht, welche herzustellen, ehrlich gesagt. Okay, wir sind hier durch. Das ist der Schacht, oder? Von dem er sprach, hoffe ich mal. Nee, wir können hier nicht rein. Dann müssen wir uns da durchquetschen. Okay, wir sind noch nicht da. Irgendwas hat gerade gegen die Rohre geklopft. Nur was? Jetzt, da das Spiel noch schwieriger geworden ist, finde ich es sogar noch interessanter, ehrlich gesagt. Oh oh, da ist irgendwas. Nicht gut, gefällt mir nicht, ich höre was. Hallo? Gut, den haben wir sofort geplättet. Er hatte keine Chance. Das war genial. Und hat er den Weg für uns freigemacht? Ne, für uns geht es hier nicht rein. Aha. Das ist eine neue Mechanik, ehrlich gesagt. Du kannst so Gitter kaputt machen durch Anziehen halt. Okay, alles klar. Habe ich noch gar keine Ausschau und noch gar kein Auge dafür. Oh nein. Vielleicht können wir uns anschleichen. Ei. Okay, wir müssen ausweichen. Sehr schön. Flawless Victory, sage ich dazu nur. Und Munition gibt es noch dazu.
Was ist das? Okay, es ist ein scheiß Roboter. Allerdings, er ist aktiv. Okay. Wird schwierig. Wenn der uns erwischt, sind wir platt. Ich glaube, dass diese... Oh. Okay. Der hat's hinter sich. Data Collection. Okay, Data Collection. Booking Process abgeschlossen. Aha, aha, aha. Hallo? Das Ding ist aktiv, leider. Und wir können es bestimmt nicht vernichten. Wir könnten da raus oder darüber. Erstmal hier hin. Hier sieht es uns nicht, also gehen wir mal. Oh, schaut mal, hier ist wieder Leben. Sehr, sehr, sehr nice. Sehr nice. Allerdings hast du hier einen sehr weiten Weg. No activity detected. Das ist echt gefährlich hier. Ich glaube, wenn ich nur wüsste, wo wir hin müssten, dann hätte ich einen kleinen Vorteil. Weiß ich jetzt aber noch nicht. Geh da rüber, bitte. Okay. Das Ding killt einfach alles. Aha, den Kopf des Roboters anzuschießen. Warum sollte ich das tun? Können wir den vernichten? Okay, wir müssen in Deckung gehen. Ich meine, wenn der kommt, sind wir gearscht, ne? Das ist klar. Das ist klar wie Klosbrühe. Oh, er kommt jetzt. Gefährlich jetzt. Okay, und der kommt hier rum, ne? Fuck, 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 fuck. Er macht hier den Zickzack, den Ziggy-Zack. He makes the Ziggy-Zack. Läuft jetzt lang. Hier lang, also. Ich möchte ungern gegen ihn kämpfen, ehrlich gesagt. Ziggy-Zack. Ziggy-Zack. Mir scheißegal, wir laufen durch. Weapon systems active. Hallo? Er bewegt sich überhaupt nicht. Boah, das war knapp. Ich will nicht auf ihn schießen, ehrlich gesagt. Dann müssten wir gegen ihn kämpfen. Andererseits, wir könnten seinen Kopf auch erwischen. Immobilized. Shutting down. Terminiert. Geil. Das Coole ist, dass wir jetzt in Ruhe hier looten können. Und hier gab es einiges. Oh. Oh oh. Irgendjemand freut sich über unseren Erfolg. Und das war kein Mensch. Hätten wir vielleicht leben lassen sollen? Nein. Ich glaube nicht. Hier ist noch etwas. Munition, cool, wir haben auch 3 Schüsse für den Kerl gebraucht. Hier ist nichts weiter, ne? Cool, jetzt ist hier Ruhe, wie geil. Und wir haben Full Heal, Moment, mal gucken, was wir im Inventar haben. Wir haben 2 Heil... Ja, es schaut gut aus, schaut wieder gut aus, okay. Okay, wir sind wieder genau da, wo wir waren. Also, wahrscheinlich diesen Schacht, oder? Ja, genau. Okay. Wenn einer hier in den Gang reinkommt, ist es richtig bescheuert. Dann sind wir einfach tot, weil wir können hier nichts machen. Aber es wird schon nicht passieren. Das Spiel gibt dann immer hoffentlich noch eine faire Chance. Verlasse die Station, bin dabei. Gibt's eine Falle? Say what now? Was ist eine Falle? Aber was für eine Falle bitte? Was soll das für eine Falle sein denn? Na, komm. Oh, hier müssen wir uns durchquetschen? Oh Mann. Also ich habe ziemlich viele God of War Flashbacks, Leute. Ich höre da mehrere. Oh Mann. Vielleicht müssen wir unser Ding wieder benutzen. Grappling Shit. Falls da irgendwelche Fallen sind, wo wir sie dagegen schleudern können.
Batterie ist aufgeladen, Gott sei Dank. Oh, da könnte wirklich was kommen. Ich befürchte ja, hier kommt garantiert was. Oh mein Gott. Ich könnte auch in meinen Rücken kommen. Das wird übel hier. Oh nee. Okay, alles klar, oder? Habe ich mir da gedacht. Naja, wir haben noch eine Trophäe gekriegt. Greif zu. Wahrscheinlich war das eine Trophäe, weil wir schon wieder einen Gegner genommen haben. So 10-mal, 20-mal, keine Ahnung. Da kriegt man es wahrscheinlich. Vielleicht auch öfter. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das schon eingesetzt habe. Frag mich nur, was wir jetzt hier machen sollen. Ne? Also auf die Seite, können wir das machen? Schaffen wir das? Oder müssen wir zurück? Okay. Hier auf die Seite, da können wir zurück. Hallo, was macht denn der? Der läuft direkt da rein. Ich hasse es, wenn er so eine Animation stuckt ist, nicht wahr? Ich habe jetzt gar nichts sehen können, deswegen. Wie passiert das jetzt immer? Das ist die Falle, ne? Ah, okay, ich verstehe. Jo, aber vielleicht hat er noch Sachen. Da kommt das Ding wieder. Zermalmo. Ja, Leben. Geil. Das war gut. Wir müssen es auslösen. Dann müssen wir dahinter laufen. So. Nein, nicht gut. Sehr gut. Und wohin jetzt? Ah, wir müssen es auslösen. Und dann dahinter. Los geht's. Aber jetzt geh hoch. Oh Gott, er steckt die Waffe erst ganz gemütlich weg. Wie verrückt ist er? Den Loot habe ich mir jetzt gespart. Aber wir haben ja sowieso Full Heal. Hier geht's ab. Ist echt interessant. Elias, I made it. I'm at the checkpoint. Okay, here we go. Ich sehe einen Planeten, der ausschaut wie ein Jupiter. Vielleicht ist es ja sogar Jupiter. Vielleicht sind wir auf dem Jupiter-Mond und ich habe es nicht so wirklich gecheckt. That's one hell of a view. Wartet mal. Das ist ja wirklich hübsch. Das sollte ich mir mal kurz wegdrücken. Yeah, ran plenty of jobs out of that place. Feels like a lifetime ago. How the hell am I supposed to get there? What is that supposed to mean? Do some work down there. Continue research, I say. I need some recordings. The software I'll upload into your core will trigger when you get close. Just follow them and you will get to the dome. Then what? I'll pick you up at the tram station. Easy peasy. Alright. Forschung mit dem Marker vielleicht, hä, Leute? Könnte wirklich drauf hinauslaufen im Endeffekt, hä? Aber ich frage mich... Ja, hier stimmt so einiges nicht. In den ganzen Beziehungen. Ne? Also wir haben anscheinend irgendein Geheimnis. Das hat die eine Frau ja angedeutet. Dass wir nicht das zu sein scheinen, wonach es ausschaut. Da bin ich mal gespannt, was da noch revealed wird am Ende. Und auch dieser Typ, dieser Elias, ist auch nicht nur ein normaler Arbeiter oder so. Er hat Kontakte zu dieser Frau, Rebellion, keine Ahnung, was da genau abgeht. Also, mal gucken. Man merkt ja auch immer wieder, also wir erfahren immer ein bisschen mehr. Okay, haha, darunter, okay. Gehen wir. Okay. Wir haben einen kleinen Abschnitt geschafft, gut. Oh, im Habitat. Wo sind wir denn runtergekommen? Das ist lustig, dass wir einfach hier sind. Wo sind wir denn runtergekommen? Ah, egal. Okay, ach, hier sind wir runtergekommen. Schaut. Alles klar. Ich glaube, diese Passage kenne ich aus dem Trailer. Seht ihr das da vorne?
Ich weiß nicht, ob es jetzt schon aktiv ist, aber dieses Ding in der Mitte dreht sich und dann kannst du dann die Dinger reinschmeißen. Es sieht jedenfalls so ähnlich aus, das ist es aber nicht. Okay, hier können wir was basteln. Geil, 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 geil. Weiß nicht, ob wir genug Credits haben für die andere Waffe. Hätte ich eigentlich auch gerne. Aber es kostet schon sau viel halt, ne? Weiß nicht, ob wir genug haben. Oh, wir haben viel Health, aber egal. Nehmen wir es uns trotzdem mit. Jetzt haben wir 3 Stück. Also ich finde, man kriegt genug Health in diesem Spiel. Wir haben bei weitem nicht genug. Hallo? Oh, ist das unfair. Wir können aber was verbessern. Ich frage mich, ob ich das hier verbessern soll. Blocken? Seit wann können wir blocken, bitte? Oder ist es die Fähigkeit, blocken, Konterangriff? Wo können wir denn blocken? Ich muss mal die Tutorials nochmal anschauen. Was ist das hier überhaupt? Revolvermunition. 8 herstellen nur. Ja, 800. Das ist doch echt bitter. Und das können wir nicht einfach, weil es viel zu teuer ist. Die machen halt viel mehr Schaden. Wäre geil. Geht aber nicht. Ja, okay, dann würde ich sagen, blocken Konterangriff. Das klingt nützlich. Also gut. Jetzt muss ich mir mal die Tutorials anschauen, was das überhaupt zu bedeuten hat hier. Okay. Raus hier. Okay. Konterangriff blocken. Ah, da steht's. Halte den linken Stick gedrückt. Gedrückt. Also L3, meinen die. Aha. Ein erfolgreich geblockter Angriff fügt viel weniger Schaden zu. Suche nach dem Blocken nach einer Gelegenheit für einen Gegenangriff. Aha. Tiefe Angriffe. Ach stimmt, ich habe noch nie R1 benutzt. Dabei ist das der schwere Angriff. Keine Ahnung, Leute. Der schwere Angriff ist das hier. Habe ich nie benutzt. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, ne? Na egal. Okay, schauen wir noch kurz. Hier scheint aber nichts zu sein. Ja, dann müssen wir nach unten. Los geht's. Das Fatale ist bei diesem Spiel auch, wie ich gemerkt habe, wenn du zum Beispiel eine Waffe hast und danach willst du einen Nahkampf angreifen, dann steckt er die Waffe erst weg und holt das Ding erst raus. Das ist in entscheidenden Moment richtig übel. Okay. Gehen wir runter. Fuck, wohin geht's denn überhaupt? Ich meine, die Levels sind ja sowieso schlauchmäßig. Du musst nicht viel nachdenken, welchen Weg du gehst. Ist aber auch immer schade, weil Schlauchsystem-Level immer so zur Folge haben, dass du nicht wirklich drüber nachdenkst, wo du bist. Das ist ein bisschen schade immer. Shit, was ist das hier genau? Das sieht so alienmäßig aus hier mit diesen Ketten. Oh, hier könnte auch gleich was kommen. Hier sind immer diese Lüftungsschächte und es ist echt schlimm, dass sie da rauskommen können. Na okay, hier kommt garantiert was. Na, mal sehen, wie oft wir sterben. There's a way out from here. Main line that comes off of tank 6 goes all the way to the dome. Red pipe. And it drains right down to it. I just need to follow it back. Folge dem roten Rohr. Ja, Moment. Hier ist ja einiges, habe ich gesehen. Kann man da rauf? So, okay, hier ist zum Beispiel was. Kann man verkaufen. Ich habe hier oben auch was gesehen. Sollten wir mal das Ding hinschieben. Okay. Wir können hier nur seitlich drauf, weil sonst packt das wieder. Hier ist eine Kiste eben, mal sehen. Sieht doch wertvoll aus, geile Geschichte. Nice. Oh,
viel Munition. Wie cool ist das denn? Okay, was haben wir denn überhaupt? Lasst mal sehen. Ah, wir haben keinen Platz mehr hauptsächlich. Ich muss was verkaufen. Und zwar dieses Ding. So, nach unserem kleinen Abstecher geht's jetzt wieder weiter. Und ich höre schon die Monster. Okay, wir haben noch eine kleine Passage zu bestehen. Irgendwas verdammt Großes ist hier. Ach, leck mich doch. Hoffentlich nicht hier. Vielleicht ein kleiner Boss, hä? Möglich wäre es, nicht wahr? Bis jetzt gab es sowas noch nicht. Oh, nee. Shit. Don't like. Können wir uns auch nicht verstecken. Gott, ist das eklig hier. Ich weiß nicht, was die linke Taste gedrückt halten bedeutet. Funktioniert hat es jedenfalls nicht. Das geht nicht. Wir müssen ein Rad drehen. Ach so. Okay, wir haben das geöffnet, oder? Geht's raus? Jawohl, okay. Alter. Ich hab geschaut, ob noch irgendwas, aber da war nichts. Okay, weiter. Gott. Wo wir uns hier rumschleichen, ey. Heftig. Auch jederzeit irgendwas kommen. Ich höre Geschrei, aber es gibt kaum noch Menschen. Oh, hier ist einer. Aber er wird sich wahrscheinlich bald verwandeln. Oh, scheiße, wir sehen es kommen, oder? Das Ding war unsichtbar. Hallo? Oh mein Gott, was war das? Alter. Nicht gut. Moment. Wir müssen uns heilen, leider. Okay, es reicht für voll aufgeheilt und wir haben noch zwei Heilungen. Okay, gut, gut, gut. Nein, falscher Knopf. Rufen wir uns. Okay. Ich denke, wir werden es gleich mit diesem Ding zu tun haben. Also ich nehme echt üble Geräusche wahr, Leute. Shit. Da geht's wohl weiter, aber lasst uns mal hier hingucken. Wow. Guards on rotation. I've got to make this quick. Ich bin jetzt erschreckt. Hey, hier ist auch noch was. Nein, was macht denn der? Der macht immer sowas automatisch, sobald du in der Nähe bist. Voll komisch. Also wirklich. Wisst ihr, was ich eigentlich gedrückt habe? Ich habe nach links gedrückt, damit er sich umdreht, damit ich hier nochmal gucken kann, was hier ist. Machen wir die klassische. Die funktioniert immer am besten. Gut. Die klassische. Weil wenn wir was anders machen, ich versuche die ganze Zeit zu blocken, es funktioniert irgendwie nicht. Ich verstehe es nicht. Das finde ich dumm. Da hinten war ein Weg, aber geht es hier etwa weiter? Fraglich, fraglich. Hier ist was. Und zwar nicht wenig. Munition. Noch irgendwas? Where am I going? Ist das ich? Also nicht hier hin.
Aber hier kann man hin. Wozu eigentlich? Ist hier noch irgendwas oder war das jetzt nur wegen dem Item dort hinten? Ich glaube schon. Okay, gut. Dann ist der Weg wirklich dort hinten. Alrighty, da oben wäre noch irgendwas. Da könnten wir mal kurz hinschauen. Also es gibt schon immer so ein paar Ecken. Schon. So. Ist da irgendein Viech oder... Vielleicht irgendwo ganz in der Nähe. Schauen wir mal. Oh, hallo, wie viele Credits. Also geil, wir kriegen immer mehr, ne? Wir kriegen immer mehr. Okay, da müssen wir wohl hin, denke ich. Okay, ich tippe, dass es hier weitergeht, ja? Wir müssen ja dem roten Rohr folgen. Und das geht ja hier weiter. Alter Schwede, no way, ey. Das ist... Was ist das? Das ist ja abartig. Die Wände sind ja... Jetzt sind wir wirklich bei Alien, oder was? Wie schnell ging das? Wir schaffen es kaum noch, uns an irgendwelche Typis hier anzuschleichen. Schön langsam. In der Mitte ist wie eine Waffe oder irgendwas. Sie lockt einen, aber ich weiß nicht. Was ist das hier? Das müssen wir wohl drücken. Ne? Sicherung müssen wir holen, okay. Okay. Da müssen wir wohl hin, dann im Endeffekt. Ah ja. Da hinten war ein Viech, aber es ist wieder verschwunden. Ganz eigenartig. Vorsicherung, das ist sie. Okay, cool. Das Viech ist wieder verschwunden. Vielleicht hilft es ja, dass wir hier... Ah, ist klar, es hilft überhaupt nicht. Da ist das Viech. Das ist halt unsichtbar. Es haut ab. Alter, ist das ein Bossfight hier? Los, setz sie ein. Das Ding wird wiederkommen. Wir brauchen noch eins. Also wird es wiederkommen. Es braucht 4 Schüsse und gibt 6. Also ziemlich gut. Das Ding kommt bestimmt gleich nochmal. Leben ist voll, passt. Das heißt, hier können wir uns aufhealen, notfalls. Jetzt wird das Viech nochmal kommen, oder? Bis jetzt nicht. Aber es ist hier. Was ist das hier überhaupt? Nochmal. Ich weiß nicht, ob wir weiter sollen oder ob wir uns dem Ding hier stellen sollen. Anscheinend kommt es gar nicht. Scheiß drauf. Wir gehen weiter. Langsam, langsam. Shit, das geht zu, ne? Das war's mit Heal. Aber egal, wir sind ja voll gehealt. Das Viech ist nur kurz aufgetaucht. Ja, wir folgen immer noch dem roten Rohr. Hier ist... Ja, hier ist bestimmt irgendein Extra. Oder auch nicht. Oder? Warum kann man... Ah, doch, hier ist was. Gut. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber vielleicht gibt es irgendein nettes Extra hier, was wir sonst übersehen würden.
ganz schön weit. Gut, Teufel. Ich weiß nicht, ob das was war. Bin mir nicht sicher. Wollte ich jetzt aber nicht riskieren. Munition kriegen wir sowieso gleich wieder. Alter, wie Vieh. Geil. Aber ich höre was. Ich weiß nicht, ob hier eine böse Falle ist. Könnte ja sein. Egal, wir nehmen sie jetzt uns. Nice. Was ist denn da? Mist, oder? Kein Platz mehr im Inventar. Was ist denn das überhaupt? Das ist doch Shit, hier ist bares Geld. Was wir nicht mitnehmen können. Ah, wie ärgerlich. Mann, die Plätze sind wirklich zu knapp, oder? Nervig. Ich wette, wir kommen hier auch nicht mehr zurück. Und stellt euch vor, ich wäre am Anfang nicht umgedreht. Dann wäre der Platz schon längst besetzt. Das ist doof, ne? Zu wenig Verkaufsstände, meiner Meinung nach. Oh mein Gott. Ja, da kommt Freude auf. Don't like. Das ist eine gute Idee, dahinter zu laufen. Ist das was? Mistviech. Greedy bastards. We are greedy bastards. Okay, weiter. Das Viech könnte kommen. Was auch immer ist es ganz schwimmen. Oder es ist einfach nur ein kleiner Psycho-Shit. Und wir gehen einfach hier durch. Puh, Gott sei Dank. Aha, hier müssten wir wieder aufdrehen. Dann geht es wahrscheinlich auf. Okay, sieht echt ungut aus hier. Das tut es, das tut es. Gut. Geschlossen, na gut. Moment, was ist dahinter? Ist unsere Neugier unser Verhängnis? Vielleicht. Ich hoffe nicht. Hey, hier ist gar nichts. Aber schaut mal, wir sehen hier einen Verkaufsstand. Aber vielleicht kommen wir da jetzt hin, aber die Tür ist zu von der Seite. Also ich denke, wir kommen nicht dahin, oder? Okay, schauen wir mal. Gehen wir erstmal durch das Ding. Vielleicht kommen wir doch hin. Wir kommen genau da raus. Okay. Das einzige Ärgerliche ist das Zeug da hinten. Vielleicht können wir das noch holen. Okay, bevor wir das machen, machen wir das natürlich. Ja, ich verkaufe jetzt mal was. Okay. Passt schon. Wir müssen zurücklaufen. So.
The choice is yours. Ja, the choice is mine. Okay, wir haben jetzt mehr und können vielleicht jetzt auch... Naja, 600 ist ein bisschen zu viel. Eine leichte Legierungshülle, die die Schwinggeschwindigkeit... Gut. Dadurch können wir schneller zuschlagen, weil das ist mir ja schon ein paar Mal aufgefallen, dass wir trotz Zuschlagen erwischt werden. Ich glaube, jetzt wird's besser. Gut. Und jetzt können wir noch die anderen Upgrade machen, glaube ich. Hier. Genau. Mehr Energie. Mehr Energie für unsere GMP. Sehr gut. Nice. Okay, gehen wir. Okay. Wenn wir das jetzt umlegen, dann kommt bestimmt das Vieh. Ich bin mir fast sicher. Ach komm, willst du mich verarschen, oder was? Was? Wie macht man die kaputt, ohne Munition zu verbrauchen? Wir sterben gleich. Wegen den Viechern. Schau mal, das Viech killt uns. Den Tod hatte ich noch nicht. Was war denn jetzt zum Schluss los? Ja, aber die Viecher sind so beschissen. Wir haben auch kein AOE-Damage. Da kommen 10 Stück von denen. Wir müssen ausweichen, ne, check ich. Und dann zerstören. Search and destroy. Ja, ist ja Witz, oder? Ja, der weicht aber nicht aus. Leute, ich drücke die ganze Zeit ausweichen. Das war so beschissen. Oh Mann. Diese Viecher. Vielen Dank. Egal, wir gehen weiter. Auch mit dieser niedrigen Health. Das brauche ich jetzt nicht. Mache ich nicht. Gehen wir weiter. Vielleicht hätte ich auch sie so schnappen können, ne? So. Mit dem GP vielleicht. Ach, keine Ahnung. Zu spät. Aha, da hinten ist jetzt offen. Okay. Kommt das Viech jetzt? Nee, ich glaube, es lässt uns in Ruhe. Gut. Aber die kleinen Viecher waren schlimm genug, ey. Oh, aber wir sind immer noch im Wasser. Das heißt, das Ding könnte immer noch kommen. Und wird es vielleicht auch. Na dann. Oh, da vorne ist Health. Dann können wir doch Health benutzen. Ich will immer mindestens 2 Reserve dabei haben. Und es reicht genau aus, um uns aufzuhealen. Perfekt. Okay. Okay. Mal sehen, wann wir aus dieser Passage draußen sind. Die echt übel hier. Er speichert gerade, okay. Oh. Ah, wie gemein! Neben mir, neben mir! Das musst du dir mal geben! Dich mache ich einfach mit Nahkampfangriffen platt. Nein, Nahkampfangriffe machen. Ich verbrauche keine Munition. Sehr schön. Da kommt der nächste. Aber woher? Man sieht nicht, wo die herkommen. Ach, da. Okay, den schnappe ich mir. Oh, Double Kill. Der ist hart. Den muss ich unbedingt... gut, der hat verpasst. Das war auch eine neue Todesanimation, wie geil.
Okay, der gibt wirklich viel. Das ist echt ergiebig, der Kerl. Die Einfachen sind halt lächerlich. Ich glaube, hier kommt noch mehr. So wirkt das hier so. Da ist auch was. Cool. Hier ist auch was. Hier ist überall was. Okay, cool, dass hier so viel Loot ist. Da geht auch eine Leiter hoch, aber ich denke, wir sollten noch weiter gucken. That's not the way, huh? Hier müssen wir erst eine Sicherung einsetzen. Okay. Vielleicht von da oben. Und hier noch was? Oh, hier ist eine Kiste. Was ist das bitte? Was ist das? Das können wir schnappen und dann explodiert es, oder? Sieht gut aus. Ich glaube, das ist vielleicht was Explosive oder so ein Shit. Okay, ich weiß nicht, ob wir überhaupt alles mitnehmen können. Alter, der haut mich so um. Okay, wir müssen ausweichen. Unbedingt. Wir müssen uns danach sofort hier. Oh oh. Oh oh. Okay, gut ausgewichen. Sehr schön. Wir hauen ihn kaputt. Jawohl, wir hauen ihn kaputt. Jawohl. Bam, Junge. Bam. Ich wusste, dass da kommt. Was kommt? Das Doofe war nur diesmal. Es kam doch anders wie gedacht, nicht wahr? Oh, Leben. Gut. Das Problem war nämlich, dass hier davor einer kam. Und dann konnte ich gar nicht den vollen... Aha. Die volle Zerstörungskraft. GMP wieder mal. Sollen wir vielleicht so ein Ding benutzen? Dann haben wir wieder Platz. Ich glaube, wir müssen auch einen Injektor leider benutzen. Hallo? War da nicht ein Health-Injektor? Shit, wir haben aber dann nur noch einen. Das ist kacke, Mann. Ist nicht gut. Hä? Haben wir das jetzt... Das muss ich mir in der Aufnahme nochmal anschauen. Hier stimmt was nicht. Na egal. Das war sau eigenartig gerade. Vielleicht habe ich ein GMP benutzt und dachte, es wäre Health. Wie auch immer. Wir holen uns die Sicherung und hauen ab. Bevor wir noch so ein Ding verbrauchen. Nicht gut. Könnten auch jetzt wieder Gegner kommen. Könnte ich mir auch vorstellen. Oh, da kommt gleich der nächste. Hallo, ich bin ausgewichen, Alter. Jetzt schon wieder? Ich drücke wirklich, Leute. Echt, dieser Witz. Dieser Witz. Eine neue Todesanimation. Trotzdem hat es mich genervt, dass er jetzt zweimal nicht ausgewichen ist. Wirklich nicht. Diesmal hat es geholfen. Noch einer? Diesmal war es ziemlich gut. Wir haben schon wieder eine Trophäe gekriegt. Wie viele Trophäen gibt es in diesem Spiel? Unglaublich, Alter. Okay, hier war es ja, ne? Nee, hier war es doch nicht. Hä, das Ding ist wieder da. Seht ihr das? Das Explosive ist wieder da. Wie komisch. Ein Gesundheitsinjektor ist auch wieder da? Wir nehmen ihn mit. Ach, wir haben ihn fallen lassen vorhin. Das haben wir gemacht. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Okay, und den hier würde ich gerne mitnehmen, aber... Ich glaube, jetzt kommt leider nichts mehr. Schade.
Ja, doch, es kommt doch noch was. Hey, Halleluja. Stirb, du. Aha, der Kollege. Weichen wir erstmal aus. Hey, das hat wieder nicht reagiert. Wie nervig ist das? Er hat wieder nicht reagiert. Wie nervig. Komm schon mal. Ich meine, ich weiß schon jetzt langsam, wie es geht. Was soll denn der Shit? Okay. Wir sind, glaube ich, immer noch nicht ganz durch. Aha, hier müssen wir im Endeffekt weiter. So, so. Und da drin kommt noch irgendein Shit. Na dann. Shit. Was wird das hier drin? There it is. Number 6. Entry 21E. I think I found a way to reach the dome. Just got a train and a tank. Yeah. Then up the ladder to the access hatch. Yes, sir. Just wrapping up. Mit wem hat er gesprochen? Gucken wir mal in unser Inventar. Wir haben leider... Wir nutzen das jetzt. Wir brauchen Platz. Wir holen uns einen zweiten Injektor. Gut. Was ist hier? Okay, es geht ziemlich weit weiter. Shit, ich befürchte, wir schaffen das jetzt nicht mehr. Nee, schaffen wir nicht mehr. Okay, shit, wir müssen leider jetzt hier unterbrechen, bevor wir dann das nächste wiederholen. Und dann können wir hier weitermachen. Das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Leute.